So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Mafia. Heute machen wir den Schmuggel und wir sollen mit Pablo Dorado reden. Holland kriegt keine Fuhre mehr raus nach Kuba. Großartig. An alle ein... Ja. Sie haben es irgendwie geschafft, sowohl den Kommunisten als auch den Gangstern ans Bein zu pissen. Pops Holland soll ihretwegen am Arsch sein. Solche Wichser trifft man am besten, wenn man ihnen an die Kohle geht. Ha, stimmt. Hab gehört, Frank hat Pops gesagt, er soll seinen Arsch zum Frachthof schaffen. Pops geht nirgendwo hin, bevor er nicht mit ihnen fertig ist. Soll ein harter Brocken sein. Einer, der überlebt. Danke für die Warnung, Pablo. Aber ich hatte schon Schlimmeres als Pops. Holen Sie sich diesen Kommunistenfreund Holland, dieses Stück Scheiße. So, machen wir mal wieder leiser, denn letztes Mal habe ich gemerkt, wenn ich gefahren bin, war es dann doch ein kleines Stück zu laut. Ja, und wir kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Mafia. Für die ganz genauen Hinschauer, ja, ich habe nicht mehr auf niedrig, ich habe die Qualität auf mittel. Ja, meine Qualität leidet darunter, ich habe gerade eben 18 FPS. Es ist nicht ganz so ein flüssiges Bild. Ich weiß, trotzdem wollte ich mal ein, zwei Aufnahmen einfach mal auf mittel machen. Weil es hat den Grund, ich wollte mal die Grenzen des Spiels mal testen und zu gucken, wie weit das Spiel noch kommt. Aber jetzt ist erstmal wichtig, wir brauchen Munition. Es ist nicht, es ist egal, welche Qualität wir spielen, es ist wichtig, dass wir die Leute einfach nur mal ins Genick schießen und die einfach nur noch umfallen, diese elenden, dreckigen Schwäne. So, vorne soll man dann halten, okay. Oh. Das habt ihr doch auch gehört, oder? Das wird jetzt nicht. Weil ich brauche erstmal ein bisschen Munition. Ich bin draußen am Hafen und brauche Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Das bisschen Geld, was ich habe, das ist auch egal. So schön hier, wenn die Polizei da ist, also so Zeug holen, warum auch nicht. So, wir brauchen Munition für 1500. Mensch, gar nicht mal so billig. Sprengstoff, was haben wir da noch? Natürlich brauchen wir Splittergranaten. Ja, Jungs, Nachschub hier. Adrenalinspritzen, komm, das muss voll sein. Und schießt sich. Wir versuchen hier wieder mal durchzukommen, ohne irgendwelche großen Probleme. Es wird nicht einfach, ich weiß. Es wäre das Tor. Da ist ein Eingang. Ich würde sagen, wir nehmen den Eingang hier nochmal. Da unten ist es noch nicht völlig tot, wenn ein hübsches Mädchen vorbeimarschiert. Das sind keine Witze. Denkst du, ich kann Alice aus dem Büro zu einem Date ausführen? Alice Holland? Denk dran, dass ihr Vater dein Schatz. Ist da jemand? Oh, zum Glück kommt nur einer. Lieber die Waffe raus. Und töten. Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Das ist eine recht schöne Waffe, muss man wirklich mal sagen. So, jetzt nach und nach die ganzen Leute konfrontiere Pops Hollands. Warte, Popzock, bitte schön. Ja.
Gut, also hier kommt man schon mal nicht durch. Ja, schön ruhig gelegt. Man sieht nicht viel, aber es werden viel, viel mehr Leute hier unterwegs sein. Da verwette ich meine Mutter drauf. War man nicht hier schon mal gewesen mit dem Schiff, was hoch und runter ging? Ja, du Pfeife, du wirst nicht mehr lange leben. Jetzt ist die Frage, wird man den sehen? Ich hoffe mal nicht. Ah, wir waren doch schon mal hier gewesen. Könnte das... Da oben ist hier jemand. Der beobachtet uns. Wir könnten oben entlang. Oh mein Gott, das ist schwer. Wir versuchen oben lang zu gehen. Lucky machen. Nächste Deckung. Ja, aber da oben hängt ja einer drinnen. Kann ich aber jetzt nicht so einfach erschießen, weil dann kommen ja gleich alle zu mir. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Sind ein paar Leutchen. Nichts Gutes. Ja, wenn ich hier wirklich durchkomme, ohne irgendwas zu machen, das wäre ja richtig sexy. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen wenig hier rede. Das ist allgemein in den Parts, dass ich extrem wenig rede. Weil ich mich zu sehr konzentriere. Das ist teilweise ein bisschen schrecklich. Aber auch nicht anders lösbar. Ich bleib bei meiner Waffe. So, wo muss man jetzt eigentlich hin? Wir müssen da rüber. Das ist die Frage, wie kommen wir da drüber? Ach so, okay. Jetzt übers Boot laufen. Ist eigentlich richtig schlau gelöst.
Also ich würde natürlich auch gleich aufs Boot laufen. Das wäre... Eieiei. Ich krieg das hin. Ich hoffe, ich gehe hier nicht zu weit, Pops, aber wir sollten nicht mit diesen scheiß Kommunisten zusammenarbeiten. Bitte entschuldigen Sie, dass Sie, dass Matty letzte Woche nicht zur Arbeit gekommen ist. Seine Verdauung war sehr durcheinander. Okay. Oh, deren Geld hat die gleiche Farbe wie das aller anderen. Das ändert nichts daran, dass Kuba kurz davor war, uns ein paar Atombomben in den Arsch zu rammen. Hör mal her. Ich hasse diese Dreck. Halt. Halt, halt, halt. Ist noch nicht abgelaufen, doch, die Zeit ist abgelaufen. Lass deine dreckigen Finger von mir, du Hurensohn! Natürlich. Ja, das Bild ist allgemein gerade dunkel. So, und wer kommt jetzt? Achso, jetzt muss ich ja wieder einteilen. Eine deutsche M11B. Hochmodell. Eine Rauchbombe. Erhöht Gesundheit. Ah, bei ihr muss ich mich einschleimen. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ich bin für dich da. Vergiss du nicht, für mich da zu sein. Ich denke schon an dich, meine kleine süße Schnuggi-Mäuse. So, dann würde ich sagen, wenn jetzt der ganze Wort gefallen hat, gebt noch mal oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Abonnieren natürlich nicht vergessen und schaut natürlich bei allen vorbei, die ich verlinkt habe, die sind alle ziemlich geil, du. Bevor jetzt tauchen. Völlig unerwartet tauchte eines Tages eine Zeugenaussage auf, die einen anderen als Sammy Robinson belastete. Eine Frau aus der Nachbarschaft sah, wie Selma Carno und sein Sohn Georgie in der Tatnacht die Bar verließen. Alle meine Versuche, Sal zum Verhör vorzuladen, blockierte ein gewisser Richter Holden, der, wie wir heute wissen, geschmiert war. Okay. Das wollte ich eigentlich schon verhindern. Gut. Wenn euch der ganze Spot gefallen hat, nochmal einen Moment, nicht einen Daumen unten, schreibt in die Kommentare. Ja. Wie geht es, Sir? Wir haben einen starken Willen. Keiner nimmt uns den Laden weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.